Hallo und herzlich willkommen zu Uncharted 4 Thief's End. Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Wie ärgerlich. Ich habe Zeichnungen. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Du hast Zeichnungen? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kannst kaum erwarten. War der Kantenmaler noch nicht da? Ich check's nicht. Hier runter oder was? Ja, und weiter? Will er gar nicht, oder wie? Och Mann, ey. War hier was drauf? Ich habe keinen Plan. Da geht was. Ah. Ja, geh doch da lang. Ah, das sieht doch gut aus. Du meinst wohl eher gefährlich. Die sehen aber locker aus. Mist! Wow, 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 wow. Alles klar da oben? Ja, geht schon. Wer baut sowas? Aber schöne Kulisse. Wäre übel, wenn du jetzt nicht triffst. Das stimmt also. Wohl. Aber ich treffe. Er trifft. Das Spiel ist so gemein zu mir, ne? Wäre übel, wenn du jetzt nicht triffst. Das stimmt wohl. Aber ich treffe. Danke. Nathan? Nathan? Was? Oh, ja. Okay. Alles klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus?
Die 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Sully? Weißt du, was ich an Ganoven-Partys so mag? Was denn? Niemand juckt, wenn du drinnen eine qualmst. Lang ist's her. Ja, zu lange. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was? Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Wie, was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Hm? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht. Und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusati, Signore. Mm. Antipasti? Hi. Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Könnte klappen. Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Victor, man sieht dir die Jahre echt nicht an. Danke, liegt bestimmt am veganen Leben. Ehrlich? Du glaubst aber auch alles. Nein. Ich soll zum Sicherungskasten, ne? Aber den Schatz nehme ich doch mit. Jut. Die gibt's hier überall anscheinend. Was will er? Was machst du? Unseren Fluchtplan überdenken? Wird ziemlich haarig werden. Aha. Ganz ruhig. Wir hatten schon brenzligere Coups. Ja, ich weiß. Ich will mir nur nicht vorstellen, was die mit uns machen, falls sie uns erwischen. Sam, wenn's schief läuft, sind wir längst tot, bevor die uns erwischen. Beruhigendes Argument. Ja. Gut. Ich bin gerade mit dem Mobiliarprogramm. Non sapevo che avessi iniziato anche tu nel ramo immobiliare.
Mathe und mein Französisch und zumindest mein französischer Akzent wäre ganz gut. Aber vor ein paar Monaten. Herrlichkeit GmbH. 220 Millionen. Keine Ahnung, ob wir das für irgendwas wissen müssten. Natürlich spielen sie dummen europäischen Techno. Na, Kalle? Ich habe keine Ahnung. Guck mal hier, Eisskulptur. Schön. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Ching. Ja, er hatte zwei. Ich sehe gern Profis bei der Arbeit zu. Gibt's hier noch mehr Schätze? Nö, ich glaube nicht. Brauchen wir noch. Okay. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich hier so fehl am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfel. Nicht weglaufen.
Nate? Alles mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Ja, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht diese Söldner-Armee? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man's auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sully. Du krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Wir müssen rausfinden, wo sich die Kerl. Am besten locken wir einen aus der Küche. Dann lass uns die Küche suchen. Hier unten gibt's genug Essen für eine Kleinstadt. Machen die auch Hochzeiten? Oh ja, die haben alles im Angebot. Hochzeiten, Bar Mitzvahs und Schwarzmarktauktionen. Da hat das Lootauge doch was blitzern sehen. Aber echt fies versteckt, ne? Hey, Mann. Mist. Siehst du einen Kellner da drin? Nein, nur schwer bewaffnete Schläger. Jo. Darf's halt nie auffallen. Was zum Henker ist das? Das Tor war nicht auf den Augenblick. Aha. Abgeschlossen. Klar. Okay. Plan B. Oh, ist gar kein Schatz. Nate, schau dir das mal. Ja, ja, ist gut. Ich muss das Fass da wegmachen. Jetzt kriege ich Hinweise, weißt du? Lüftungsschächte. Nate, schau dir das mal. Na bitte. Das wäre der Licht. Oder auch nicht. Du hast keine ja, das geht auch. Schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Außer wenn man wegrennen muss. Oh Mann, mit Dämpfen hier drin werde ich ganz benebelt. Wie gut, dass Sully fährt. Vielleicht ist der Zugang hinter den Fässern. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänge. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Irgendwas sagt mir, dass das nichts wird. Gut gemacht. Hey, müssen wir uns Sorgen machen, weil Vector Nadine Ross anbaggert? Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sam. Der kann sich aus allem herausreden. Verdammt. Hey, sieh mal die Lüftung. Da geht's raus.
finden wir was zum Draufklettern. Ja, okay. Du musst mir nicht helfen oder so. Ich halte das Feuerzeug. Das Feuerzeug. Nichts nochmal da drin versteckt. Schade. Okay, dann mal rauf. Okay, hier. Enger als es aussah, was? Und staubiger. Verdammt. Der Glatzkopf hat auch noch meine Größe. Kellner gibt's hier wirklich mehr als genug. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Frischluft, wir kommen. Hey, guck mal da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Mobilfunkmast? Was? Egal, das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Sieh dir das an. Ich sieh mir das an. Wo bin ich hier? Will er da nicht hoch? Checkt er nicht. Ach, guck mal. Ein Schatz. Sam, da oben. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Ach, war ich jetzt nur wegen dem okay. Schatz da oben? Gut, dass du in Form bist. Sully,
kommen aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully? Bist du da? Hier ist bestimmt kein Empfang. Hoffentlich geht's ihm gut. Nix am Blitzern oder Blinkern? Nö. Da ist die Küche. Und natürlich verschlossen. Sam, hier. Vielleicht kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Tja. Okay. Hast du's? Vorsicht, Vorsicht! Buonasera. Ma che sta facendo? Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Mensch, er wird mit Brunschädel in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Okay, ab in den Maschinenraum. Alles klar, Sam? Ja, nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, wir zurück in den Bau bleiben. Alter, Sam, bist du da? Sam? Sully? Toll. Okay, das ist wie Fahrradfahren. 100 Meter über dem Boden. Ups. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste bald da sein. Müsste. Wie kommen wir denn da rüber, Nate? Willst du mich verarschen? Junge. Muss ich jetzt nicht nochmal von... Alter. Nächstes Mal erst gucken. Ja. Hm, ich würde sagen, oder hier weiter hoch. Ich glaube nicht, oder? Mm-hmm.
Oh, Mist! Unglaublich, dass ihr damit durchgekommen seid. Sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Nein. Dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Mhm. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein, eher im Ruhestand. Mhm. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Mhm. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Victor Sullivan. Verdammt, wie geht's dir? Rafe. Wie lange ist das her? 10 Jahre? 12? 15. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Naja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Ah. Tja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Verstehe. Das nenne ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein intarsiertes Holzkruzifix aus dem Kottnachlass. Ja. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Rafe? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheiß Leichensack. Na, du verstehst mich schon. War schön, euch wiederzusehen. Nate? Nate? Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? Okay, Maschinenraum. Ich schaff das. Doch nicht abgeschmiert. Mann, warum nehme ich den Maschinenraum? Tja. Ne, 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 nach oben. So. Oh. Oh, jetzt da lang hangeln. Mhm. Lass mir raten, wenn ich zu lange gebraucht hätte, wäre das Ding abgebrochen. Aha. Schon. Andere Seite, besser.
Stange biegt sich sogar unter seinem Gewicht. Das ist ja cool. Ich soll wohl hier lang. Stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Pronto. Sind diese Schutzschalter. Ah, großartig. Sam, Sully, seid ihr da? Gottverdammt, Junge, wo zum Henker warst du? Bin am Ziel. War ein paar Mal echt brenzlig, aber... Na, wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rafe spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Warte, was? Rafe? Rafe ist hier? Ja, Rafe ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende. Dann überbiete ihn. Womit? So viel Geld habe ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschaut? Wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre ich ein weiteres Gerücht? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Vertrau mir. Zum Ersten, zum Zweiten. Was soll's? Bene, 100.000 Euro sind geboten. Grazie. Höre ich weitere Gebote? Das Gebot liegt bei 110.000 Euro. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Mit diesem Gebot... Keine Sorge, du bist im Nu da raus. Na, das hoffe ich. Okay, ich muss das Schloss aufbrechen. Das Gebot liegt jetzt bei 130.000. Nix. Haben wir denn hier? Nichts. Verdammt. Auch nix. Schon. Hey Mann, ich krieg hier langsam zu viel. Ja, einen Moment. Das Gebot steht bei 160.000 Euro. Signore bietet 170.000. Ja. Wir stehen nun bei 180.000 Euro. Das Gebot liegt jetzt bei 190.000 Euro. Okay, Jungs, bin am Schalter. Bereit? So bereit wie noch nie. Victor? Sekunde noch. Der Gentleman bietet 210.000 Euro. 500.000. Machen wir Nägel mit Köpfen. Grazie. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Hast mir kurz Angst gemacht, Victor. Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Okay, versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand? Und zum Ersten, zum Zweiten und verkauft für 500.000 Euro. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Es ist weg! Weg da! Aus dem Weg! Haltet ihn! Hey, haltet den Kerl auf! Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen! Sprechen Sie! Sparisch! Gut. Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Der
Kollege Desmos ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Verdammt! Alter. Alter. Se i rossi ti beccano vivo, ti impiccano davanti alla villa e ti lasciano lì per un anno. Tschüss. Er ist aber hier auf Zack, der Kleine da, ne? Waffen wären vielleicht auch nicht schlecht. Waffen? Du willst Waffen haben? Kalle, ich würde sagen, das ist eine gute Stelle hier, um uns fürs Zusehen zu bedanken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch was. Bye, bye.